Willkommen zurück bei Sherlock Holmes The Awakened. Und dieser kleine junge Mann hat uns einen Hinweis gegeben. Den haben wir auch schon gelöst. Und was jetzt wichtig ist, ein Waschbär hat den Ring. Ein wildlebender Waschbär hat sich den Siegelring zusammen mit Mr. Arnesons Finger stibitzt. Wie um alles in der Welt soll man denn einen Waschbär jetzt finden? Naja, ungefähr so wie man verhindert, dass dein Fahrrad geklaut wird. Wenn du verhindern willst, dass dein Fahrrad geklaut wird, sperrst du es einfach irgendwo hin. Und wenn du einen Waschbär finden willst, tust du normalerweise Müll in eine Mülltonne, machst den Deckel zu und drehst dich um und zählst bis drei mit verschlossenen Augen. Und dann befindet sich der Waschbär innerhalb der Mülltonne. Ja, aber ich meine, einen speziellen Waschbär jetzt zu finden, da sind doch bestimmt etliche Waschbären in der Umgebung. Das, weiß nicht, also ich meine, das ist doch ein Riesengelände hier. Lag da gerade was auf der Veranda noch? Vielleicht ein Waschbär. Nee, sorry. Ah doch, hier vorne. Das waren die Spuren, die habe ich aber schon gesehen. Ja, ja. Na gut, du hast ja so recht. Du hast ja so recht, Monsieur. So, also hier haben wir was Grünes. Ist das Grüne, das wir da vielleicht suchen sollen nach dem Waschbär? Da ist er zumindest entlang und da ist ja auch Natur, wo er hingehört. Natur ist gut. Das arme Tier. Der arme Waschbär. Wie nennen wir ihn denn? Rocky Raccoon? Rocky Raccoon stepped into his room only to find Gideon's Bible. Hast du die neue Beatles-Nummer schon gehört? Müssen wir den... Nee. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass es eine neue Beatles-Nummer gibt. Moment mal, wie kann es denn eine neue Beatles-Nummer geben? Sherlock Holmes. Die Kuh melken, die Geldkuh und eine 400 Jahre alte Demo von John Lennon fertig produzieren. Ah, okay. Okay, nee, das habe ich nicht mitbekommen. Bin ich scheinbar im falschen News-Verteiler. War ich nicht im Beatles neue Songs-Verteiler, weil ich nicht erwartet hatte, dass der irgendwann mal klingeln würde. Tja. Aber Überraschungen, ne? Gibt's immer wieder. So, jetzt find mal bitte den einen Waschbär hier. Du findest ja nicht mal einen Waschbär. Und da musst du auch noch den korrekten Waschbär finden. Das ich glaube, es ja gibt nur einen, ehrlich gesagt. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich danach suchen soll. In ganz, wo sind wir hier? Nicht Louisiana, wo sind wir hier? Hier liegt zumindest mal was Gelbes. Ah, das ist ein Apfel. Vielleicht ist es ein Waschbär, der sich als Apfel verkleidet hat. Ist vielleicht Waschbär-Halloween. Wir wissen ja nicht, wie deren Kalender ticken. Nee, wissen oh, warte mal. Also wenn das jetzt bald das Geld wäre, hättest du deinen Ich-kann-mit-Tiere-sprechen-Skill und dann würdest du mit dem Pferd sprechen und sagen, hey Pferd, ich habe dich doch gerettet. Magst du nicht mal mit dem Waschbär sprechen? Dann würde das Pferd sagen, nee, ich kann ja gar nicht waschbärig, aber ich spreche mit der Elster, weil die hat nämlich letzte Woche einen Kurs gemacht zu waschbärig und die kann dann mit dem sprechen. Aber es ist ja nicht bald was Geld. Ich kann nicht mit dem Pferd sprechen, ich heiße nicht Wilbur. Wilbur konnte übrigens auch nicht mit dem Pferd sprechen, liebe Mr. Advanced, das ist alles nur eingebildet. Jetzt wisst ihr, das war jetzt der Spoiler des Jahres. Oh Mann, ich wollte mir morgen die ganze DVD-Collection bestellen, aber jetzt ist ja das Geheimnis schon gelöst. Das ist schon geil. Wenn du jetzt ein Waschbär wärst und dem Mr. Arneson den Finger abbeißt, wo bringst du den hin? In mein Fingerabbeißlager. Kühlschrank. Zum Fingerabbeißhändler, zum Fingerhändler, zum ich glaube, du musst die Geheimansicht auch einfach öfter anmachen, also deine Spüransicht. Ja, die wenn du in der Nähe vom Steg bist wahrscheinlich. Weil du hast ja oben dieses aktiviere dein Auge-Symbol, ne? Das Auge heißt. Wir schauen nochmal nach. Weil ich es mir nie merken kann, Konzentrationsmodus nutzen. Aha. Oh, ich glaube, ich sehe da vorne Waschbärspuren. Ja, tatsächlich. Aber ich kann sie nicht... Wahrscheinlich musst du erst zum Fluss da sind auch noch mal Waschbärspuren. Aber der Waschbär läuft hier weg. Die gelten wahrscheinlich nur in eine Richtung, also muss erstmal den Startpunkt finden. Ja, ich müsste tatsächlich in eine andere Richtung. Hier sehen wir auf jeden Fall schon mal eine Blutspur. Und die führt weg, genau. Also, dann folgen wir doch mal der Waschbärspur.
Er war es, er ist der Waschbär. We must put an end to all this evil, and I doubt we can count on the sheriff's help. Bis auf diese eine Szene da vor einer ganzen Weile, finde ich, gab es bis jetzt noch relativ wenig Cthulhu. Ja, das ist richtig. Ich möchte mehr Cthulhu. Ah, schau mal hier. Da kommt schon noch was. Mit Pfeffer bestreut, schreckt Waschbär. Aber was, das geht wirklich? Ich dachte, das ist wie beim Wolpertinger, dass das alles Mumpitz ist. Wieso soll man Wolpertinger auch mit Pfeffer abschrecken können? Nee, aber wenn du dem Wolpertinger Salz auf den Schwanz streust, dann fängst du ihn. Und den Waschbär fängst du anscheinend mit Pfeffer. So wie aber die mit Wolpertinger, das sind doch aha, das, Moment, das, ist doch das ist Zeug, doch, was ihr euch in Bayern, da, wo ihr die Tiere zusammensteckt. Wie so ein hier ist was. Schau mal, wenn das mal kein Waschbärversteck ist. Haben Waschbären so Verstecke in so Bäumen? Ich denke ja. Ich hätte eher so Unterholz erwartet. Das ist doch ein historisch korrektes Spiel. Da ist der Siegelring. Arnesons Signet Ring, as we saw in his portrait. Geilo. Das heißt, zum großen Gemälde und den Ring reindrücken. Ne? Ja. Und dann gibt's Cthulhu. Und dann machen wir Cthulhu, sehen wir am Ende noch viel genug. Cthulhu. Ins Auge, ne? Schön rein. Aha. Jetzt aber. Ganz schön. Da liegt ein Bärenfell hier auf dem Boden. It's almost a piece of art. Geld, nimm's mit. Braucht man nicht mehr arbeiten. Gesammelte Notizen, die Mr. Arneson über seinen Bediensteten Asmat angefertigt hat. Der immer noch Asthmatiker ist. Eine dieser Notizen lautet: Dieser verdammte Bedienstete, wie kann er es wagen, der Bank in meinem Namen Opale zu veräußern? War er schon immer so ein Schlitzohr und ich habe es nur nichts gemerkt? Oder ist dies dem schlechten Einfluss seiner ausländischen Freunde geschuldet? Ich muss mehr über diesen Kerl in Erfahrung bringen, vor allem nach diesem rätselhaften Telegramm, das an ihn adressiert war. Ich habe es sogar Davy gezeigt, weil ich mir keinen Reim darauf machen kann. Was hat es damit nur auf sich? Mhm. My princess, my love, my heart. My princess, my love, my heart. Fitting words. Das ist der Ring, der dann am Ende in den Lavaberg geworfen werden muss, ne? Ja, genau. Habe ich richtig in Erinnerung. Gut. Genau. Eine Flasche Dû de Provence. Ordentlichen Schluck. Die nimmt er mit, aber die Geldstapel lässt er liegen. Was ist denn? Ach, einem Holmes bedeutet doch Geld nichts. Mr. Arneson, ein Brief der Northwood Agency. Als Ihre Anweisungen eintrafen, begannen wir sogleich mit unseren Nachforschungen. Seien Sie sich versichert, dass wir unser Bestes tun werden, um den von Ihnen erwähnten Ort in den Sümpfen des Bayous zu finden. Wir müssen Sie jedoch darüber in Kenntnis setzen, dass es in den kommenden Wochen zu Verzögerungen kommen kann, da sich der mit dieser Angelegenheit betraute Detektiv derzeit in Europa aufhält. Wir empfehlen dringend, Ihre Funde bis auf Weiteres unter einem Tisch, in einem abschließbaren Schrank oder in einem Tresor sicher zu verwahren. Haben wir den Tresor jetzt eigentlich schon aufgemacht? Nee. Ja, doch. Hatten wir doch die richtige Zahl. Ja, ja. Ganz am Ende haben wir sie gefunden, im letzten Bild. Bitte glaube mir, mein Sonnenschein. Sobald ich mich um die in den Sümpfen schwelende Finsternis gekümmert habe, kehre ich mit weit offenem Herzen zu dir zurück. Sei dir versichert, dass ich bereit bin, mich der ganzen Welt gegenüber zu meinen Fühlen zu bekennen, die ich für dich hege. Ich kann es gar nicht mehr erwarten, deine Hand zu halten und mich in deinen wunderschönen Augen zu verlieren. Für immer in Liebe, Errol. Well, isn't that interesting? Hello again, Lucy. Ach so, der hatte was mit der guten Lucy. Mhm. So, so. We must put an end to all this evil, and I doubt we can count on the sheriff's help. Der sagt auch immer das Gleiche. Also, wir haben die Briefe, wir haben eine Champagnerflasche, wir haben den Verlobungsring. Den sollte Lucy wahrscheinlich bekommen. Infos zum Asmat. Und
Die Tür zu einem Geheimzimmer, ja, die haben wir jetzt auch schon gefunden. Sehe ich hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Ja, wenn, dann bräuchtest du ja hier, glaube ich, erstmal den Pingen, weil das Symbol ist ja nicht das, Ja, ja, aber gepingt habe ich ja schon. Ah ja, wenn, weg, wenn alles... Der Fall des undurchquerbaren Türrahmens. Mann, oh, schau mal hier! Jetzt wird er langsam frech. So, nee, da stelle ich mit dem Sherlock einfach mal in den Weg. Der will halt wieder selber gesteuert werden. Denkt sich halt so, ach komm, es hat so gut funktioniert. Dass dieses Ping einen Cooldown hat, ist auch nicht zu fassen. So, wichtige Notizen zum Tatort. Ja, sonst läufst du da so durch wie bei Dragon Age Inquisition. Bing, 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 bing. Wir können ja mal hier inzwischen gucken. Also, wo ist Mr. Arneson verblieben? Ich denke mal, im Bayou, oder? Tipp ich auch. Auf jeden Fall diese Arnesons Notiz über den, oder? Dass wir irgendwie rausfinden, dass er dem versucht zu folgen oder so? Ja, oder also vielleicht, das sind die zwei, wo es auf den Bayou hindeutet. Genau, vielleicht hat sie denn ihm das auch gesagt, dass er da jetzt hin will. Sie werden bestimmt mit ihr nochmal reden müssen. Ja, und der Inhalt des rätselhaften Telegramms, da fehlt uns jetzt noch einmal blau, oder? Mhm. Vielleicht der schwarze Opal? Ich glaube, wahrscheinlich hat... Warte mal. Ich dachte, du brauchst blau, weil das ist doch grün. Ja, ja, ich schaue nur, was ich da gerade... Also es geht immer um den Davy. Ach so. Ah nee, da wird jetzt gerade grün gemeint. Ja, genau. Davy könnte etwas darüber wissen. Davy versteht sich gut mit Mr. Arneson und dürfte viel über ihn wissen. Vielleicht kann er etwas zu dem Telegramm sagen, das uns ermöglicht, aber hilft Mr. Arneson zu retten. Gut, dann hätten wir jetzt hier schon mal alle geklärt. Wie schön aufgeräumt das dann ist. Total. Dann sprechen wir jetzt erstmal nochmal mit Davy. Der ist ja im Nachbarzimmer. Genau. Davy, we know that Ashmat is responsible for what happened here. We must catch him and hold him accountable. I know that you are scared, but you are also the only one who can help us. I believe Mr. Arneson showed you a cryptic telegram that was sent to Ashmat. You are an impressive boy with a phenomenal memory. Can you tell us the contents of that message? Thank you, Davy. Watson, please copy down everything he writes. Watson, ey, der Arme. Ein rätselhaftes Telegramm, das für Asmat bestimmt war. Mr. Arneson hat es Davy gezeigt und Davy schrieb nun für uns die Zeilen auf die Tafel. Wenn das Unwetter zu toben beginnt, wo alle Schiffe ihr Ende finden, bei Stevensons wegweisendem Licht. Die letzte Umarmung aller Auserwählten. Das klingt nach einem Leuchtturm. Genau. Guck mal, Ermittlungsort abgeschlossen. Ist ja wunderbar. Das heißt, wir können... Ja, wir können wieder zurück zum zur Lucy, würde ich mal denken, ne? Genau, und sollten mit der Lucy reden, weil alle anderen Hinweise haben wir schon... Wunderbar. ...schon erledigt. Und Lucy wird uns dann wahrscheinlich sagen, ja, das ist bestimmt der Leuchtturm Tralala und da geht's dann weiter. Leuchttürme sind tolle Schauplätze in Spielen, finde ich. Oder ja, überhaupt? Immer. Immer, immer, immer. Hast du The Lighthouse gesehen mit... Batman und dem grünen Kobold? Nee, habe ich nicht gesehen. Das ist das, wo der alte Leuchtturmwärter, dann kommt irgendwie der Nachwuchsleuchtturmwärter und so, ne? Ja. Du musst, glaube ich, durch das Pferdehäuschen. Da kam ich gerade aber auch nicht mehr durch. Aber ich kann auch schnell reisen, habe ich gerade gesehen. Space gedrückt halten. Dann fahre ich doch jetzt mal einfach so ins französische Viertel. Hehehe. Achso, nee. Mit der Droschke natürlich. Got a spot in mind. New Orleans Port, and quickly.
Innocents slaughtered, a woman lynched, a boy forever traumatized. I fear we've crossed the Rubicon, Holmes. Davy is resilient, much like Eula. They will overcome this. You're right, but I worry this portends far worse for us. What have we got ourselves into, Holmes? So, ist das gerade die Übertragung oder ist das Bild unglaublich hell? Weil ich sehe vom anderen Ufer jetzt gerade hier in dem, was du mir rüberschickst, quasi gar nichts mehr. Ist alles nur weiß. Es mag die Übertragung sein oder dass mein Display auf HDR gestellt ist. Es ist aber ein SDR-Inhalt und müsste eigentlich dir auch als SDR-Inhalt übertragen werden. Aber wahrscheinlich ist es das. Ich kann dann in der Pause auf SDR umstellen. Ah, okay. Mhm. Who's your friend, Frank? We love a new face. And his is particularly lovely. Johnny boy, so how was it with champagne? Most enlightening, thank you. And now my friend Mr. Holmes would like to talk to you too. Well, ain't you something? What can I do for you? I'm afraid I bring bad tidings. How bad? It concerns your significant other. Arneson. Arneson? Now, who said we were lovebirds? Lucy, we only mean to help. No word of the matter shall spread. What are you implying? So, was haben wir denn? Arneson über Lucy. Naja, wir haben den Liebesbrief zum Beispiel. The man in this letter seemed ready to declare his feelings for you. Sounds like he was more than a client. It's part of the job. Men can say weird things when they think they're in love. Sind sich Mr. Arneson und Lucy begegnet? Ja. This photo of you and Mr. Arneson suggests the feelings were reciprocated. Looking interested when with the client is part of the job, Mr. Holmes. I don't even remember the man. You mean to say you take pictures with everyone? If they ask nicely. And pay. Welche Pläne hat Mr. Arneson mit Lucy? Das ist aber schon einer von den Briefen, oder? Schauen wir kurz durch. Denken Sie wirklich, dass hier in der Stadt das Leben eines Englischen... Nee, das ist der andere Brief. Das ist doch, wo er ihr doch schreibt, von wegen... Nee. Irgendwo hat er ihr doch geschrieben, von wegen, er muss jetzt noch diese Sache fertig machen. Hier. Der Verlobungsring. Arneson definitely paid for a ring in your size, inscribed... My princess, my love, my heart. It is for you. Arneson was going to propose marriage. Facts are clear. You know Mr. Arneson and perhaps even love him back. Regardless, he has been abducted. His life is hanging in the balance. Please, help me save him. Oh, my Errol! What have you gotten yourself into? I didn't want to believe this could happen. Lucy, what do you know? Could it have been the sheriff? I don't know, John. This town has darkness in it. Errol and me, we had plans, dreams. We wanted to make this place better for all the folk who live here. Errol had grown suspicious of Ashmat, thought he was acting odd. He brought up the bayou. I told him to leave it all alone. The water's there, they swallow everyone. You mean the alligators? No. It's local legend. The bayou's dangerous. Any visitor that sees death messengers, they die. These messengers, are they abstract or a landmark? They're white lilies. You see a path with them flowers, you turn around. All right, Watson. We must find someone to take us to the bayou. Lucy, you have our thanks. We will go and look for Arneson. Sag mal, weil er doch gleich meinte von wegen, ja, nee, die Fakten sind klar, der hat den Ring gehabt und mit der Gravur. Es könnte doch... Also allein von den Hinweisen, hier hätte es ja immer noch sein können, dass der Arneson einfach so besessen von ihr war, dass er halt so einen Ring gemacht hat. Ja, ja. Also eigentlich ist es noch nicht genug gewesen, um zu sagen, sie kannte ihn. Ist eigentlich noch ein bisschen. Es wäre eher eine Schlussfolgerung für Saga Anderson gewesen. You both look tired. Lucky we have ways to lift your spirits. Ja, aber Saga Anderson spürt ja Dinge, die ist ja übersinnlich. Was echt praktisch ist, muss man mal sagen. Wenn man nur so wenig... Als Ermittler, vor allem wenn das vor Gericht standhält.
Jetzt habe ich noch eine Champagnerflasche und die kann ich auch irgendwem geben. Muss ich damit vielleicht den Droschkenmann bestechen? Wo ist der jetzt eigentlich hin? Das Geile ist, glaube ich, dadurch, dass die Übertragung farblich so falsch bei mir ist, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wieso hat, also seit wann hat Holmes eigentlich so ein knallgelbes Taschentuch in seinem Jackett drin? Hat er aber wirklich. Also hat er wirklich, hat er, ist wirklich so ganz knallgelb. War das bei mir auch. So, wie komme ich jetzt in den Bayou? Ach, wie schön das ist. Are you able to help me? Don't be angry with me, sir. But I don't know. Mit wem könnte man über eine teure Champagnerflasche sprechen? Wer war denn irgendwer? Wer hat denn in die Richtung überhaupt was? Es sind überhaupt keine Droschkenfahrer mehr da. Muss man da jetzt noch ein Rätsel einbauen, wie ich jetzt da hinkomme? Ich bin nicht mal sicher, ob das eine mit dem anderen zu tun hat. Also, vielleicht ist das auch nochmal... Wenn ein normaler Droschkenfahrer da wäre, dann könnte ich ja sagen, pass auf, fahre mich in den Bayou. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt alles... So. Oh, nee. Die Hinweise sagen auch alles erledigt. Ich habe nur noch diese Champagnerflasche, die ich hier als, die ich halt hier anpinnen kann. Wo war denn irgendwas mit Champagner? Wer könnte denn den haben wollen? Und sicher, ja, dass vorm Hafen keine stand? Nicht, dass du das übersehen hast irgendwie? Also da, wo ich vorhin ausgestiegen bin, war niemand. Ist ja weird. Schade, dass die Straßenbahn nicht fährt. Das finde ich bei Red Dead Redemption so schön, dass die da rumfährt. Mhm. Auch schon 5 Jahre alt, gell? Krass irgendwie. Ich hab's immer noch nicht wirklich gespielt. Ja, ist eh, also wenn du überlegst. Das ist schon sehr lang. Tja, und jetzt? Tja. Scheiße. Soll ich doch nochmal den Hafenamt fragen? Ist ja weird. Das ist immer auch ein bisschen komisch, als würde Sherlock jetzt Probleme haben, in den Sumpf zu kommen. Ja, das, also, oder es müsste zumindest irgendwie einen Hinweis geben. Ach, warte mal, da stand einer. Ja, da stehen überall. So, nee, gut, man kann ja manchmal mit Leuten. Do you know anything about this? I'm so sorry, I can't be of help. Vielleicht nochmal zu diesem kleinen Fischerdorf am Rand gehen? Was war das für ein lustiges Gespräch? Gibt es da irgendeinen Säufer, der uns durchlässt, wenn wir ihm einen schönen Shampoos geben? Tja, also hier auf dem Markt war, glaube ich, weiß nicht, also wäre mir jetzt nichts irgendwie eingefallen, wo jemand mal gesagt hat, hier, gegen den richtigen Schluck bringe ich dich weiter. Aber vielleicht fährt von hier irgendwie einen Kahn oder so dahin. Aber vielleicht fährt man da nicht mit einem nicht mit einer Kutsche hin, sondern irgendwie mit einem Boot. Weißt du? Also wenn sich einer in den Bayous auskennt, dann doch die Frau da oben. Mit unserem Boot selber können wir ja da nicht hinfahren, mit dem wir angekommen sind. Ne? Das ist ein zu großes... Board. Hello again, and thank you. Your last tip proved extremely useful. Don't mention it, Cher. Ach so, weil sie Champagne heißt. Ach so. Now, if you need more help... As it happens, we need to take a short trip through the bayou into the nearby swamp. Of course, you'd receive fair compensation. It's almost dusk, and only fools go into that swamp at night. Come back tomorrow. Champagne will take you down. That will not do. We must go now. It is of grave importance. I won't take you. But if you're crazy enough to go, I'll sell you the boat. Wouldn't you know it, I came across a bottle of your namesake. Will that be enough for a boat? It's warm. The bottle's dirty. But we got a deal. I'll even lend you this rifle. If you're going into swamp, you'll need it. One last favor. The boat that we came on is to leave tomorrow for Europe. Would you kindly relay a message to the crew for us? We may need them to hold their departure till 8 in the morning. Of course.
Jetzt wird's zum Third-Person-Shooter mit der Shotgun. Ja, zu Hand-Showdown. Mhm. Call of the Bayou. Ah, geil. Ich mag ja Bayou immer gern. Mhm. Also, Southern Gothic. Gruseliges im Sumpf ist immer cool. Gibt's eh nicht viel genug. South of Midnight. Bin ich mal gespannt. In Afghanistan, we had nippy nights. It makes one yearn for rainy London. This place. Champagne. Did not mince words about it. Keep your wits about you, Watson. We are inching closer to the heart of this mystery. However dark it may be. Hell's bells! Oh. I told you to stay away, Doctor. Oh, das ist der Sheriff. Hm. Ich komme jetzt zu einer ultra schlechte Schießsequenz. No case goes cold on my watch. Settle down, boys. Our friends are as good as gone. Statt dass sie einfach abknallen, warum? Our moment of truth. Das ist das gute alte Bösewicht-Verhalten. Am besten erzählen Sie ihnen jetzt erstmal noch den Plan. No, Mr. Bond, I expect you to die. So, in der nächsten Folge fahren wir mal ein bisschen Paddelboot. Ah. Und schauen mal, was es hier im Sumpf für uns gibt. Bis dann. Tschüss.